Wir sind hier auf dem Mobile World Congress auf dem Stand von Samsung und jeder weiß, dass Samsung drei Galaxy S10 Modelle vorgestellt hat für Deutschland, aber hier haben wir noch ein viertes entdeckt, das Galaxy S10 5G. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das unterscheidet von den anderen Modellen und was überhaupt daran so besonders ist. So, hier haben wir das Galaxy S10 5G mit einer 6,7 Zoll Display-Diagonale. Und wenn man jetzt hier mal vergleicht, rechts daneben, das ist das bislang größte Galaxy S10, das S10 Plus mit 6,4 Zoll. Dann sieht man, ja, da gibt es tatsächlich nochmal einen Nachschlag beim Display. Sonst ist die Technik eigentlich sehr ähnlich. Aber wenn man es umdreht, sieht man auch noch einen weiteren Unterschied. Also schade natürlich, zumindest jetzt in diesem Modell ist nichts Keramik verbaut, sondern einfach eine Glasrückseite. Aber wenn man hier oben guckt, da haben wir hier drei Kameras. Das ist ja auch neu für die S-Klasse. Hier haben wir jetzt sogar noch vier Kameras, eine vierte Kamera. Wie immer, es ist eine Weitwinkel, eine normale, leichte Weitwinkel, eine Zoom-Tele-Zoom-Kamera. Und als viertes ist jetzt eine sogenannte Time-of-Flight-Kamera, TOF. Findet man auch beim LG G8. Und was ist das Besondere daran? Ja, ich finde, das ist so ein bisschen für mich Weltraumtechnik oder ziemlich vorangeschrittene Technik, dass Time-of-Flight benutzt Infrarot. Lichtmessung, um die Geschwindigkeit zu messen, also die Zeit zu messen, mit der der Infrarotstrahl das Licht zurückgeworfen wird von Objekten. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen abstrakt an, aber das bedeutet, dass man von jedem Objekt im Raum wirklich auf das kleinste Detail genau die Entfernung und die Lage im Raum bestimmen kann. Und auch bei der Frontkamera sind hier zwei Kameras verbaut. Wenn man genau drauf schaut, ist das hier ein bisschen breiter. Hier ist noch ein zusätzlicher Infrarot-Projektor sozusagen dazwischen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Auch vorne ist diese TOF, eine TOF-Kamera drin. Und was das bringt, das können wir uns jetzt mal einem anderen Prototypen angucken. Das bedeutet, dass man diesen netten Bokeh-Effekt, jetzt, den man sonst nur bei Fotos hatte, hier im Live-Fokus, dass man den jetzt auch bei Videos hat. Das ermöglicht natürlich ja, so ganz stimmungsvolle Geschichten. Hier auf der Messe ist natürlich jetzt nicht so perfekt zu sehen mit der Tiefenschärfe, aber im Prinzip kann man jetzt auch mit dem Handy stimmungsvolle Videos machen, wo eben auch der Hintergrund unscharf ist und so ein bisschen Profi-Feeling, Spiegelreflex-Feeling machen. Und auch die Tiefenschärfe-Informationen für Fotos sind jetzt hier viel besser natürlich als bei diesen Zusatzberechnungen, wo das Smartphone doch ein bisschen raten muss, wo die ganzen Objekte sind. Es geht mit zwei Objektiven ja grundsätzlich schon besser, aber eben mit einem jetzt hier auch. So, das sind zwei Unterschiede. Dann ist hier ein stärkerer Akku drin und auch ein 25, kann man hier mal sagen, hier USB-C haben wir unten natürlich. Auch sonst alles wie gehabt, also das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das ist 0,1 mm dicker nur als das normale S10 Plus, also praktisch genauso dick, genauso schick. Aber 25 Watt Ladestrom, das heißt, das wird also sehr viel schneller vollgeladen werden. Wir wissen ja noch nicht, wie das in der Praxis vom Stromverbrauch aussieht, denn sozusagen der eigentliche Grund, warum man das nehmen sollte, abgesehen von der Kamera und dem größeren Bildschirm, das ist 5G. In Deutschland gibt es ja noch kein 5G, aber in Südkorea geht es schon im März los. Da sind die ja mal ganz fix, damit solche Sender aufzubauen. Damit erreicht man ja theoretisch Geschwindigkeiten über 4 Gigabit pro Sekunde über das Mobilfunknetz. Das ist also Wahnsinn. Und ich bin schon sehr gespannt, wann das Ganze auch nach Deutschland kommt. Ohne Netz macht es eigentlich nicht so richtig Sinn, sich dieses Gerät zu kaufen. Immerhin ist der Preis mit 1249 Euro ähnlich wie beim S10 Plus, auch wenn da mehr Speicher dann zur Verfügung steht. Hier gibt es nur die Variante mit 8 GB RAM und 256 GB intern. Und noch ein kleiner Nachteil für dieses Gerät, es gibt keine MicroSD-Karte, die man da einlegen kann. Also es gibt keinen Slot, es gibt auch kein Dual-SIM. Also ein bisschen mehr Platz braucht diese 5G-Technik schon.
aber im Vergleich zu früheren Jahren, wo neue Technik zuerst eigentlich immer in ziemlich hässlichen, klobigen Geräten verbaut wurde, ist das schon echt ein tolles Ding und zeigt, dass 5G von der Smartphone-Seite eigentlich doch bereit ist, ausgereift ist, hoffentlich dann auch in der Nututzung. Ja, und wann das nach Deutschland kommt, wissen wir nicht. Also Samsung sagt, wir sind bereit ab Sommer. Und wer weiß, wenn die Auktion dann durch ist und die ersten Städte vielleicht schon mal 5G bekommen, dann könnte sich auch ein Kauf in Deutschland lohnen.